Kinder, ich erzähle euch die Geschichte, wie ich deine Mutter getroffen habe. Das war Sonntag von vor vielen Jahren. Ich war in Köln am Leben und hatte gerade Urlaub gegönnt. Julian, du bist doch schon längst entlassen, jetzt hau endlich ab. Alter, ey, ich glaube, es hackt, Mann. Hau mal ab hier von der Straße. Spinner! Ey, was bist du denn für ein Assi? Und so habe ich deine Mutter getroffen, Tim. Aber wie ich deine Mutter getroffen habe, Sally, das ist heftig. Endlich zu Hause. Ey, was ist los? Ey, wieso passt der Schlüssel nicht mehr? Das ist so schön. Das ist richtig so. Entschuldigung? Entschuldigung angenommen. Wow. Was ist mit meinem Crib passiert? Da war ich 12 Jahre weg und alles anders. Hallo? Kann ich irgendwie weiterhelfen? Sag mal, wo ist denn meine Pfandflaschensammlung hin? Ja, meine Pfandflaschen, Pfandflaschen. Kommt da noch was? Nein, wieso? Können Sie jetzt bitte meine Wohnung verlassen? Kommt da noch was? Ich bin hier doch Mieter, ich zahle doch Miete. Ich hab den Mietvertrag habe ich immer hier griffbereit. Hier, sehen Sie mal. Okay, Ehrenmann. Du darfst bleiben, bis du was Neues hast. Beruhig dich, Günther. Es ist nur ein Störenfried. Mit dem wirst du schon fertig. Du warst auch schon 2-mal beim Aikido. Komm, ich zeig dir die anderen. Jungs! Die anderen? Wer ist denn das jetzt schon wieder? Bruder Juan Pa mit seinem Bandana. Knarren verkleidet als gelbe Banana. Tattoos gestochen im Knast mit der Gabel. Kennt alle Pokémons von seinem Namen. Schwester Babushka, straight out der Mutter. Haare gestarbt mit einem Block Butter. Sie nur hier für einen deutschen Pass. Doch schwierig, weil schon 12 Kinder hat. So, Günther, du bist dran. Stell mich vor. Frank. Alter, was für Frank! Ich heiße Julian! Jesus Maria! Jetzt, wo wir alle aus dem Knast frei sind, eine Runde! Pollo! Wir sind wie eine kleine Familie, wir! So wohngesellschaftstechnisch! Wohnen hier? Auf keinen Fall! Ey, unsere Nachbarin ist voll! Geil! Da muss ich leider enttäuschen. Die ist denn nicht vergeben. Ja und? Ist der stark? Ey, geiler! Verstrickt euch, Alter! Keiner macht auf! Ist auf! Komm rein! Hallo? Geht's noch? Wieso rufen Sie jeden Sonntag um 20.17 Uhr meiner Ehefrau hinterher? Da läuft Tatort! Sag mal, was stimmt nicht mit Ihnen? Sag mal, was stimmt nicht mit Ihnen? Sag mal, was stimmt nicht mit Ihnen? Wieso gucken Sie meiner Frau auf den Arsch? Das war ich gar nicht. Das war...
Wissen Sie was, das wird mir alles langsam zu bunt. Dann schauen Sie eben mit Brigitte Desperate Housewives. Scheidungspapiere sind raus! Ring. Den gebe ich der nächste Frau, der durch die Tür kommt. Und dann habe ich eine Ehefrau. Ich habe gebastelt für dich. Mit Liebe. Hier. Danke. Babuschka, mach Platz, da will jemand rein! Hallo, ich bin's, die Geile. Wer ist denn dieser sympathische Kerl, der mir solche tollen Komplimente entgegenwirft? Hier mich! Hier ich! Wer, du? Nein, er! Wer ist er? Mich bin er! Na du? Jesus Maria, das funktionierte! Oh. Ey, du Geile! Oh. Heilige Mariachi! Sehr fuego! Komm, ich stelle dich ein auf 3 Euro Menü. Ja, moin! Und so habe ich Mutter von deinem Cousin getroffen. Aber hör zu, denn Geschichte geht jetzt erst richtig los. Tibia, liebe Julian, willst du ihn mir auf mir gehen? Ja. Du bist scharf wie ein Fleischmesser. Nein, 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 ich hab's. Wohnung bleiben. Bier ist scheiße, geht durch den Magen. Das heißt, wenn ich meinen Fisch serviere, dann wird er mich lieben. Ja, man kann das nicht irgendwie am Tisch vielleicht machen. Was für Tisch? Ach, du meinst Juanpas Bett. Ich rate mal, wer in der Stadt ist. Ey, mein Onkel. Noch einer von denen. Onkel Django, Sohn von Dönerkartell. Mach mit falschem Kalbfleisch Fett Falschgeld. Chicks wollen sich mit meinen Barthaaren paaren. Akku 1% seit einigen Tagen. Perfekt, ich zeig Onkel kurz sein Zimmer, wa? Julian, warte! Ich hab dir Essen gemacht. Sag mal, Julian, was hältst du davon? Du und ich 3 Monate auf einem Boot. Onkel, Neffe. Cool. Ciao, ich bin 3 Monate segeln, ihr Loser. Onkel, warum hast du eigentlich so viele Bananenkisten an Bord? Ach, Julian, das sind keine Bananen. Sie wissen nicht, wie Sie Ihrem Schwarm Ihre große Liebe gestehen sollen? Woher weiß er das? Fragen Sie sich gerade, woher ich das weiß? Warum redet er mit mir? Schwarze Magie! Jetzt bist du dumm, die Verteuer! Warum legst du dich auf? Ist mein Hobby! Du dreckiger, hässlicher, grässlicher, schrecklicher, speckiger, fettiger, mit Messer stichender Bastard! Ach ja? Ich habe auch etwas zu sagen. Guacamole, agua despacito, Tortilla, Taco e Burrito. Hör auf Don Juanpa, nicht auf TV Gringo. Fajitas con pollo de Puerto Rico. Vielleicht hätte ich da einen Vorschlag. Da ihr jetzt nur noch zu zweit seid und nicht wirklich miteinander auskommt, vielleicht wird es Zeit, dass sich jeder von euch eine eigene Wohnung sucht. Ich bin's wieder da.
Aber ich dachte, du bist mit deinem Onkel zu dieser dreimonatigen Bootstour aufgebrochen. Das war gerade mal gestern. Ja, der wurde gefressen von einem Salzwasserkrokodil mit Floss auf dem Kopf. Ein Hai? Hallo. Bald ist Weihnachten. Ich finde, wir sollten einen Weihnachtsbaum kaufen und ihn schmücken. Ja, ja. Ah, ich hasse Weihnachten. Aber ich liebe euch. Hab so Stichchen in der Nacht. Sieht doch schön aus. Tradition kann beginnen. Bürger! El Gasolina! Freunde. Wie wär's, wenn wir zu Weihnachten, zum Fest der Liebe und Gemeinsamkeit, gemeinsam rausgehen ins Kino? Auf deinen Nacken? Ja, Nacken, von mir aus. Ja, auf deinen Nacken! Nacken, was immer das heißt. Einfach auf die Treppe setzen. Der Film wird Blockbusters. Ey, Juanpa, du musst gucken. Ich spiele doch gerade App. Bin der Monsieur Pete. Gibt's im Apple Store und Play Store. Psst, steht in der Videobeschreibung. Ich weiß es, ich hab's gezeichnet. Gib uns dein Popcorn! Dein Finger klebt. Oh Mann, Julian, ich muss dir was sagen. Also, ich... Was? Ich mag dich mehr als nur mögen. Ich mag dich auch mehr als nur mögen. Ein Grund zum Saufen hier! Ein Seelfrau! Und das ist die Geschichte, wie ich deine Mutter getroffen habe und wieso man sie nennt Ein Auge blärt. Hi, mein Name ist Julian Bam und ich spiele Gulien in der Erfolgsserie Wie ich deine Mutter getroffen habe. Und dass ihr sie bis hierhin gesehen habt, zeigt, dass ihr einen guten Geschmack habt. Aber was ist mit den Leuten, die eben nicht so einen guten Geschmack haben? Die so rumlaufen müssen? Für die haben wir die Lösung. Für die haben wir Hilfe. Und zwar im BAM-Shop. Hier. Viele, viele neue Artikel. Oder sagen wir einfach, geht auf bestesmerch.de. Geht einfach auf bestesmerch.de. Das ist die Lösung.